So, guten Tag. Wir sind hier auf der Veranstaltung der IG Metall. Es geht um die Einkommenserhöhung. Wir haben 5,5% Einkommenserhöhung gefordert für die vor uns liegende Periode von 12 Monaten. Für die Auszubildenden, für die Angestellten, für die gewerblichen Arbeitnehmer. Und wir haben 2 Verhandlungsrunden gehabt mit den Arbeitgebern. Die haben uns ein Angebot gegeben, das unterhalb der Inflationsrate liegt, von daher für uns überhaupt nicht zufriedenstellend. Heute haben wir hier nochmal eine große Auftaktveranstaltung gehabt mit über 500 Leuten. Wir sind heute hier, um unsere Forderung für 5,5% mehr Lohn Nachdruck zu geben, weil in unserem Bereich brummt die Wirtschaft. Wir arbeiten bei Porsche, wir verdienen und erwirtschaften viel Gewinn und dafür sind wir heute da. Weil das ganz einfach nur gerecht ist, ich sag mal, bei dem ganzen Thema Produktivitätssteigerung und so weiter, Inflation sind 5,5% angemessen. Und ab dem 1. Mai, werden wir die Belegschaften der Metall- und Elektroindustrie hier in Leipzig, aber auch in Berlin, Brandenburg und Sachsen zu Warnstreiks herausholen, um unsere Verhandlungskommission und die nächsten Verhandlungen zu unterstützen. Gerade wir bei uns in Volkswagen, wir haben ja auch mit einer sehr hohen IG Metall-Beteiligung, die jetzt, wie ich weiß, bei 97% liegt, auch die Kraft dazu und das Durchsetzungsvermögen und den Arbeitgebern zu zeigen, wie ernst es uns ist.